Hallo und herzlich willkommen, wir Freunde Marcel von den Games, und wir spielen weiter Dragon Age Veilguard, die Fortsetzung von Dragon Age Inquisition, würde ich mal sagen. Tatsächlich ja, denn Solas hat sein Ritual jetzt irgendwie durchgeführt und wurde eben in nichts gefangen. So, was haben wir denn hier? Spiegel der Verwandlung. Okay, hier können wir uns wahrscheinlich wieder komplett wieder neu designen, anpassen. Das wollen wir ja nicht. Okay. Einführung in den Leuchtturm. So. Der Leuchtturm war einst das. Also, der Leuchtturm war einst ein Ort des Lernens voller Hilfsmittel, um die Geheimnisse nächtiger Magie zu ergründen. Als Solas gegen jene rebellierte, die sie selbst als unsere Götter bezeichneten, wurde der Leuchtturm zu einem Stützpunkt voller Hilfsmittel, um Möglichkeiten zu ergründen, uns von der Tyrannei von Evanuris zu befreien. Ihr alle, sowohl jene aus Fleisch und Blut als auch jene aus dem Nichts, seid hier sicher. Jeder, der mithelfen will, ist willkommen. Die Magie des Leuchtturms wird eure Bedürfnisse stillen, für euer Wohlbefinden sorgen und euch sogar dabei helfen, fremde Sprachen zu verstehen, was insbesondere für jene wichtig ist, die aus weit entfernten Teilen des Reiches hierher geflohen sind. Solltet ihr noch etwas anderes brauchen, stehe ich euch gerne zur Seite. Fragt einfach nach dem langsamen Pfeil. Okay, hier sind wir also im Leuchtturm. Mal einer an. Wir sind tatsächlich im Nichts. Dem Reich der rohen Magie, der Albträume und dem hier anscheinend. Ist ein bisschen viel auf einmal. Harding will mit uns reden, darüber, wie es weitergeht. Das wäre sicher angebracht. Aber wenn ihr mal durchatmen müsst, nutzt die Zeit und seht euch um. So, drücke um die Fähigkeitenbildschirm. Okay, Fähigkeiten. Kriegerin. Okay. So, haben wir 4 Punkte bekommen? Ja, okay, wir haben 3 Punkte. Oh mein Gott, ich hasse ja richtig mit Kombos hier. Oh mein Gott. Zack, zack. Hier, passive. Okay, das kann ich nicht erwerben. Das haben wir erworben. Okay, wir können nur das hier erwerben momentan. Drehst du meinen Schildwurf mit einem Schildangriff. Wenn der Schild bis zu dreimal zurückgeschleudert. Okay. Wehre den Gegner schnell ab und führe einen starken Gegenangriff.
Nutze deine Geschwindigkeit, um direkt in einer Kampfrolle einen mächtigen Angriff auszuführen. Ja, komm, nehmen wir das mal mit. Spektrales Bollwerk, okay. So, wir haben eine Map. Okay, dann wollen wir mal den Leuchtturm ein bisschen erforschen hier. Also, da würde ich wieder zurückgehen, oder? Okay, dann werden wir irgendwann ab, wenn du Fortschritte machst. Okay. Ne, da gehen wir wieder zurück. Ich würde mich ja doch gerne nochmal hier umschauen. Oh, was haben wir hier? Irrlichter. Es ist zwar keine große Überraschung, im Nichts auf sie zu stoßen, aber ich könnte schwören, dass sie mir folgen. Alles in Ordnung? Wir sind hier an einem seltsamen Ort gelandet. Aber ich komme schon zurecht. Ihr kennt mich ja. Tue ich das? Ich weiß, dass euch Varric bei diesem Auftrag dabei haben wollte. Und ihr wisst dasselbe über mich. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ihr habt recht. Und gemeinsam kriegen wir das hier schon hin. Ha, ganz bestimmt. Ich bin mir sicher, es wird das reinste Kinderspiel. Ihr macht euch viele Notizen. Worüber eigentlich? In letzter Zeit? Über das, was wir wissen, beziehungsweise wussten, bevor Solas alles über den Haufen geworfen hat. Und das wäre? Nicht viel. Ich bin mir sicher, Borte würde es hassen, das zu hören, aber ein Schritt nach dem anderen. Na dann, Schritt 1, herausfinden, was wir verfolgen. Okay. Und was ist mit den weiteren 20 Fragen, auf die wir Antworten brauchen? Die sind Schritt 2. So langsam verstehe ich, warum euch Varric an Bord geholt hat. Wie ihr sagtet, irgendwo müssen wir anfangen. Okay, also schauen wir nochmal hier. Ich weiß, sieht schon mega aus hier. Wenn ich mir vorstelle, das ist wirklich nur PS5, nur in Anführungsstrichen. Wie bitter sieht denn die PC-Version aus? Oh mein Gott. Okay, Codex sammeln, das kennen wir auch schon von allen Dragon Age-Teilen. Einen bemalten Topf haben wir gefunden. Sehr schick. Das war natürlich ein Scherz. Okay, gehen wir nochmal rein. Vielleicht von der anderen Seite irgendwie. Automatische Türen haben sie hier auch noch. Sehr gut. Was ich noch gut finde, ist tatsächlich das Aufsammeln. Das hat mich schon ein bisschen echt genervt bei Inquisition. Immer diese Animationen ducken und sammeln. Das hat so viel Zeit gekostet. Und hier tatsächlich können wir das einfach mal so durchziehen. Gut. So, wo können wir jetzt noch hin? Also, da oben war F. Gucken wir nochmal hier. Werkstatt. Okay, das wird sich wahrscheinlich irgendwann mal. Geheimnisvolle Nachricht. Um die Passage in der Bibliothek zu öffnen, müssen sie sich drei Paare Angesicht zu Angesicht begegnen. So, okay. Drei Paare Angesicht zu Angesicht. So, hier ist kein Paar. So, dann müssen wir mal schauen. Ja, guck mal nach unten. Das ist ziemlich tief. So, ich frage mich gerade. Okay, ich würde sagen, er muss dahin gucken.
Ein kleiner Rätsel hier. Finde ich cool. Warte mal, dass wir nochmal da vielleicht durchkommen. Ah. Hier können wir nur nach unten gehen. Eine Truhe. Okay. So. Zwei fehlen noch. Okay, der gute Idee. Wollen wir denn noch mehr von solchen Figuren? Also er springt schon ein bisschen komisch. Aber egal. Ist wirklich egal. So, haben wir denn noch sowas? Oh, da ist noch eine Truhe, Freunde. Da ist noch eine Truhe. Chest mal hier aufmachen. Okay, ein bisschen Geld bekommen. So, ich frage mich gerade. So, die gucken wir sicher an. Das ist ja schon mal gut. So, gehen wir jetzt mal dahin. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Nee, hier war ich tatsächlich noch gar nicht. Unterhalten. So sollte es nicht ablaufen. Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir nur tun? Harding? Oh, hey, Rook. Wie geht's euch? Das sollte ich wohl eher euch fragen. Ihr wurdet meinetwegen verletzt. Wir wussten, worauf wir uns einlassen. Dass es gefährlich wird, das war uns allen von Anfang an klar. Es gibt so viel zu tun. Wir müssen einfach weitermachen. Seid ihr euch sicher, dass es euch gut geht? Ihr solltet euch vielleicht lieber noch ausruhen. Ja, Rook. Mir geht's bestens. Ich hab nichts. Mir ist einfach nur ein bisschen schwindelig und das legt sich schon wieder. Harding, ihr könnt nicht einfach... Ach nein? Das werden wir ja sehen. Wir müssen zurück zur Ritualstätte, nicht wahr? Hören wir also auf, uns Sorgen um mich zu machen und gehen es an. Holt mich einfach hier ab, wenn wir aufbrechen können. Ich meine, Harding, wenn ihr vielleicht Inquisition kennt, ja, Harding war immer die Person, die uns immer begrüßt hat, wenn wir neue Areas sozusagen erkundet haben oder angekommen sind. Mir fehlt dieses Pink, dieser Pink irgendwie, um einfach mal neuen Loot zu finden. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Kann ich denn irgendwie nach hinten klettern? Nö. Das kann ich wohl nicht. So, also. Da waren. Warte. Kommen wir dann nach oben irgendwie noch? Kann ich denn da hochspringen? Ich glaube eher nicht. Okay, das wird nicht gehen. So, ich muss kurz mal überlegen, von wo bin ich überhaupt hergegangen. Da waren wir. Da war ich auch. Hier oben war ich nicht. Aber ich frage mich gerade, ob das überhaupt möglich ist, da zu kommen. Kann ich denn da hin? Oh, wir haben neue Figuren. Ich glaube, die muss die andere anschauen. So, wie komme ich denn da nach oben? Ja, jetzt im Vergleich zu Inquisition. Ich muss immer die Vergleiche ziehen, weil ich bin da voll noch frisch drin. Ist tatsächlich so, dass ich glaube, dieser Leuchtturm ist sowas wie hieß denn das Schloss nochmal, wo wir waren? Himmelsfeste, genau. Das war der zweite Teil.
Fehlt nur noch einer. Noch einer? Okay. Ich frage mich gerade, da ist auch noch eine Truppe. Auch wieder nicht gesehen. Da. Würde das gehen, da überspringen? Nein! Okay, hier war hart. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam an das Nichts. So, warte. Da oben haben wir auch. Okay. Bestimmt das dritte Pärchen. Okay, das ist ja wirklich easy. Die stehen einfach mal direkt nebeneinander. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Seht euch in diesen Ort an. Wir haben uns einst eine Rebellion geplant. Wir wollten die Zukunft der Elfen verändern und die Tyrannen stürzen. Und das haben wir getan. Jetzt ist der Weg nach draußen zu brauchen. Es wird hart, die Eluvien wieder in Betrieb zu nehmen. Solas, falls ihr das seht. Ich werde euch suchen in dieser Welt und bei sterblichen Macht nicht so viel Ärger. Okay. Gerade gespannt, was wir denn damit ausgelöst haben. So richtig kann ich das noch nicht erkennen. Warte mal, kann ich denn hier irgendwie rein? Gibt es ja noch einen Eingang? Hier ist gar nichts. Interessant. Vielleicht wurde ja hier unten irgendwas geöffnet. Hier fängt es ja eigentlich an. Nochmal bewegen kann ich es nicht. Was habe ich jetzt getan? Was habe ich ausgelöst? So, Rook. Okay, warte. Vielleicht kommen wir jetzt nach oben. Warte. Also jetzt interessant. Sekunde. So, hier waren wir ja. Nee, leider nicht wirklich. Schade, ich habe gerade überhaupt keinen Plan, was ich damit... ausgelöst haben. Was ist da? Ah. Ich dachte, es ist eine geheime Tür oder sowas. Aber nein, ist nicht. Ich glaube, ich verbringe gerade zu viel Zeit hier mit dem Link. Da oben, da geht's da. So, da waren wir schon mal. Okay, ja, nochmal rein. Nochmal gucken, ob sich irgendetwas geändert. Ich habe nichts Neues für euch. Oder habe ich euch etwa nur gefehlt?
So, da nach oben kommen wir leider noch nicht. Jetzt über die Wüste jetzt gar nicht. Nee, wir lassen es einfach mal erstmal. Vielleicht finden wir das irgendwann heraus. Ich dachte eigentlich, diese Bibliothek bzw. dieses Gebüsch wird dann hier verschwinden. Und dann kommen wir irgendwie weiter, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. So, das ist hier der Tisch. Wir können jetzt mal hier ein bisschen Nachforschung betreiben. Nochmal versperrt. Gut, gehen wir mal zum Tisch, würde ich mal sagen. Wir versammeln die Gruppe jetzt. Also, wir haben das Ritual aufgehalten. Und Varric hat den Preis dafür bezahlt. Hey, es war Varrics Entscheidung, mit Solis zu reden. Er kannte die Risiken. Genau wie wir alle. Und jetzt ist Solis fort und wir sind hier. Wo auch immer hier ist, abgesehen von im Nichts. Solis hat diesen Ort den Leuchtturm genannt. Ach ja? Wann? Während ich außer Gefecht war. Er ist mir im Traum erschienen und schäumt vor Wut, weil wir sein Ritual aufgehalten haben. Gut. Er sitzt außerdem in einer Art Gefängnis im Nichts fest. Worüber er ebenfalls nicht glücklich ist. Seid ihr euch sicher, dass ihr das nicht einfach nur geträumt habt? Das wäre absolut nachvollziehbar. Solis ist fähig, im Traum mit anderen zu reden. Sie sogar zu töten. In der Hinsicht bin ich sicher. Ich habe ein wenig geblutet, als ich das Bewusstsein verlor. Genug, damit er mich vollnörgeln kann, aber nicht genug, um meinen Kopf explodieren zu lassen. Dann setzt Solis also Blutmagie ein. Wie es jeder normale Magier auch tun würde, um mit eurem Verstand zu spielen. Er ist aber kein normaler Magier. Ich hab es euch doch gesagt. Er ist ein Elfengott. Dass er ein nettes, kleines Ritual zustande bringt, macht ihn noch lange nicht zu einem Gott. Er hätte beinahe den Schleier niedergerissen, Nev. Könnt ihr das auch? Ihr wisst genau, dass das nicht so einfach ist. Seht ihr? Er mag vielleicht kein klassischer Gott mit Gebeten und Segnungen sein, aber er ist definitiv weit mehr als einfach nur ein Magier. Also gut. Fakt ist, wir haben das Ritual aufgehalten und scheinen vorerst außer Gefahr zu sein. Seid ihr euch sicher, dass Solis euren Verstand nicht mit Hilfe von Blutmagie manipulieren kann? Ich bin mir in überhaupt nicht sicher. Und wir sind leider nicht außer Gefahr. Wie meint ihr das? Solis hatte zwei der anderen Elfengötter eingesperrt. Als er gefangen gesetzt wurde, sind sie entkommen. Dann sind diese Dinger, die wir aus dem Nichts kommen sahen, als das Ritual außer Kontrolle geriet, also... Es sind... Elganan und Gelenain. Zwei der Altelfengötter, gegen die Solis rebelliert hatte. Als ich mit ihm gesprochen habe, hatte er Angst vor ihnen. Er sagte, sie seien schreckliche Tyrannen. Tyrannen, die derart mächtig sind, dass sich die elfische Geschichte als Götter an sie erinnert. Solis meinte, Elganan und Gelenain hätten Macht aus der Verderbtheit gezogen und wurden dabei selbst verderbt, woraufhin er sie eingesperrt hat. Dann haben wir es jetzt also anstelle eines Gottes mit Zweien zu tun. Und sie sind nicht nur mächtig, sondern auch verderbt. Wir müssen da raus und sie aufhalten. Einfach so? Ohne Varric? Und obwohl ihr erst wieder auf die Beine kommen müsst? Mir geht's gut. Wir können hier nicht einfach nur untätig rumsitzen. Wir müssen Nachforschungen anstellen, rausfinden, womit wir es zu tun haben, bevor wir blindlings losstürzen und alles noch schlimmer machen. Und wie viele Leute sollen noch verletzt oder getötet werden, während wir Zeit mit Nachforschungen vergeuden? Nev hat recht. Wenn Elganan und Gelenain schlimmer als Solis sind, müssen wir zunächst wissen, wozu sie fähig sind und was sie wollen. Aber wir haben nichts weiter als Solis Behauptungen. Dann lasst uns der Sache selbst auf den Grund gehen. Wir finden raus, womit wir es zu tun haben und gehen dann gegen sie vor.
Na schön. Der Illuvian hat uns hierher gebracht, statt zurück nach Mynwethys. Hoffen wir also, dass er uns auch wieder zur Ritualstätte zurückbringt. Vielleicht finden wir am Ort des Geschehens ein paar Hinweise. Harding, fühlt ihr euch dem schon gewachsen? Natürlich. Ich werde bestimmt nicht untätig zusehen, wie ein paar Elfengötter die Welt vernichten, nur weil ich Kopfschmerzen habe. Na dann, kehren wir zur Ritualstätte zurück. Der Illuvian steht in einem speziellen Raum. Er ist direkt die Treppe runter. Okay, Freunde, bevor wir den Illuvian betreten, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen und schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr herausgefunden habt, was ich mit diesen Statuen verschoben bewegt habe. Das würde mich mal wirklich super interessieren. In dem Sinne, danke euch und ciao, und ich bin raus.